Die Bundestagswahl ist inzwischen ungefähr eine Woche her. Die wichtigsten Ergebnisse habe ich euch mal in einem Video zusammengefasst. Das findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt. Und in diesem Video wollte ich auch von euch wissen, wie zufrieden seid ihr denn mit dem Ausgang dieser Bundestagswahl? Nur 8% von euch haben dabei gesagt, ich bin sehr zufrieden damit. Rund 50% haben dagegen gesagt, ich bin unzufrieden damit, unzufrieden mit dem Ergebnis der Wahl. Ein Ergebnis, das politisch eigentlich nur eins bedeuten kann, nämlich es wird künftig ein Jamaika-Bündnis in Deutschland geben. Ein Regierungsbündnis aus Union, die dann weiterhin die Kanzlerin Angela Merkel stellt, Grünen und FDP oder eine Opposition bestehend aus der SPD, der AfD und der Linken. Da sagen viele von euch, finde ich nicht gut. Und viele von euch haben auch mich gefragt, was ich davon halte. Ich würde jetzt auch mit ein bisschen Abstand sagen, dieses Ergebnis ist für Deutschland eigentlich ganz okay. Warum? Darum geht's jetzt. Zuerst mal ist eine Sache ganz wichtig. Wie es genau politisch in Deutschland weitergeht, das steht immer noch nicht fest. Es werden gerade die Weichen gestellt für ein Jamaika-Bündnis, aber da gibt es noch viele Hürden, viele unterschiedliche Ansichten bei den Parteien, gerade zwischen CSU und Grünen zum Beispiel. Da muss man eine gemeinsame Linie finden und ob die am Ende wirklich gefunden werden kann, das ist noch fraglich, aber alle Beteiligten bemühen sich zumindest und es sieht schon danach aus, dass es bis Weihnachten, das ist so die ganz grobe Zielsetzung, eine neue Regierung in Deutschland gibt, eben ein Jamaika-Bündnis. Ja, und deshalb gehen wir jetzt in diesem Video auch einfach mal davon aus, dass es so kommt, dass es Jamaika geben wird. Viele von euch haben mich auch darauf angesprochen, wie es denn eigentlich mit einer Minderheitenregierung aussieht. Die wäre doch theoretisch auch möglich. Das stimmt. Also eine Regierung, die keine eigene Mehrheit hat und sich für jede Abstimmung im Bundestag immer von anderen Parteien Leute, Stimmen dazu holen muss. Das gab es auf Bundesebene noch nie, auf Landesebene meistens nur kurze Zeit und hat auch noch nie so richtig gut funktioniert. Das ist eigentlich immer so eine Notlösung. Aber man muss auch sagen, bei dieser Wahl und bei diesem Ausgang, da bräuchte jede mögliche Minderheitenregierung schon ordentlich Stimmen von anderen Parteien und dass man das auf Dauer durchziehen kann, das ist fast unmöglich und deswegen lassen wir das jetzt mal außer Acht. Aber warum finde ich das Ergebnis jetzt okay? Der erste Grund ist meiner Meinung nach, dass jetzt so ein bisschen Schluss gemacht wird mit dem, wenn man so will, politischen Einheitsbrei. Wir hatten 4 Jahre große Koalition aus Union und SPD. Davor 4 Jahre Schwarz-Gelb und davor wieder große Koalitionen. Und es gibt nicht wenige, die sagen, eine große Koalition ist Gift für die Demokratie. Ganz so weit würde ich zwar nicht gehen, aber ich würde schon sagen, dass eine große Koalition nur dann bestehen sollte, wenn ganz, ganz große Probleme bewältigt werden müssen. Und dann sollte es sie wieder nicht mehr geben. Denn große Koalition bedeutet auch, dass die 2 großen politischen Lager in Deutschland, die eigentlich ja gegenteilige Angebote machen sollten, zusammenarbeiten. Und das heißt, es gibt keine großen Lager, die konkurrieren um die besten Ideen. Und das hat man ja so ein bisschen beobachtet. Man hatte zum Teil auch so den Eindruck bei manchen Themen, als wäre der ganze Bundestag einer Meinung. Das kann gut sein, das kann aber auch dafür sorgen, dass viele Menschen in der Bevölkerung den Eindruck haben, die Parteien, die holen uns nicht mehr ab, die machen eh, was sie wollen und die haben nichts mehr mit unserer Einstellung, mit dem zu tun, was wir wollen. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe gewesen, warum die AfD in den vergangenen Jahren so groß gewesen ist, weil sie sich eben als eine Partei präsentieren konnte, die anders ist. Sie hat auch immer gesprochen von den Altparteien und hat damit nicht nur die Regierung gemeint, sondern alle Parteien, die im Bundestag vertreten waren. Und das ist jetzt eben anders. Nicht nur, weil die AfD im Bundestag ist, sondern eben auch, weil die SPD, die eine große, inzwischen eher kleinere Volkspartei, jetzt in der Opposition ist und nicht mehr mit der anderen großen Volkspartei, mit der Union aus CDU und CSU, zusammen regiert. Und im besten Fall sorgt das dafür, dass die verschiedenen politischen Lager sich wieder schärfer voneinander trennen und dass es da verschiedene Konzepte gibt und man nicht mehr den Eindruck hat, naja, das ist eh so eine große Suppe da im Bundestag. Der zweite Grund ist, im besten Fall sorgt Jamaika in der Regierung dafür, dass es mehr Kampf um politische Positionen gibt. Mir ist ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass ich jetzt dieses Ergebnis okay finde, hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt für Angela Merkel als Kanzlerin bin oder dass ich die Grünen besonders gut finde oder die FDP oder sonst was, sondern mir geht es da ums Prinzip, nämlich das Prinzip, dass Angela Merkel jetzt nicht in einer großen Koalition regiert, wo dann alle irgendwie einer Meinung sind, sondern sie regiert in einer Regierung, die aus 4 Parteien besteht, nämlich der CDU, der CSU, der FDP und den Grünen. Und die muss man immer wieder zusammenbringen. Man hat ja Angela Merkel immer wieder vorgeworfen, sie würde eigentlich nur verwalten, gar nicht richtig Politik machen, sich gar nicht richtig durchsetzen. Und das muss sie jetzt. Sie muss für ihre Überzeugungen einstehen, sie muss andere überzeugen, sie muss Leute an einen Tisch bringen. Und auch da gibt es wieder diesen Wettkampf der Ideen. Und im besten Fall sorgt der Wettkampf der Ideen in dieser Jamaika-Koalition dafür, dass es gute Ideen gibt, dass es eine gute Politik gibt. Im schlechtesten Fall kann es natürlich auch dafür sorgen, dass diese Koalition ziemlich schnell auseinanderbricht,
weil die Ansichten zu verschieden sind. Aber wenn ihr euch das mal vorstellt, da ist eine große Gruppe, die ein Projekt erarbeiten will, und in dieser Gruppe sind Leute, die haben völlig verschiedene Ansichten, aber bringen jeweils ihren einzelnen Standpunkt damit rein, dann kommt da im besten Fall was Gutes bei raus. Im schlechtesten Fall kommt nichts bei raus, aber das wird man dann ja noch sehen. Und der dritte Grund, der betrifft meiner Meinung nach die andere Seite, nämlich die Opposition. Die ist jetzt deutlich mächtiger als im alten, im 18. Bundestag. Da bestand die Opposition aus rund 130 Sitzen, Grüne und Linke waren das. Jetzt sind es mehr als doppelt so viel, nämlich weit mehr als 300 Sitze. SPD und Linke auf der einen Seite mit ähnlichen Konzepten, AfD auf der anderen Seite, klar, völlig unterschiedlich, aber eben mehr Sitze und damit auch wirkungsmächtiger. Und da sind wir wieder bei dieser Trennschärfe, es gibt jetzt eben eine deutlichere Opposition mit der SPD deutlich abgegrenzt zur Union, klar. Da ist dann immer noch die AfD, und das ist ja auch eines der Hauptthemen, über das bei der Bundestagswahl gesprochen wurde. Da haben viele gesagt, wie kann das sein, dass so eine Partei in den Bundestag kommt, knapp 13% aller Stimmen bekommt. Naja, ich würde sagen, das ist auch ein Grund, den man sich mal genauer anschauen sollte, und da sind wir schon beim Punkt 4. Ja, und Grund 4, warum das Bundestagswahlergebnis meiner Meinung nach okay ist, ist, die AfD muss jetzt liefern. Als guter Demokrat muss man erstmal anerkennen, das Volk hat entschieden und die AfD ist im Bundestag. Egal, ob man das gut findet oder nicht, ob man die Partei mag, ob man sie rechtsradikal findet, ob man sie genau richtig findet oder nicht, das ist erstmal völlig unerheblich. Und die AfD, die muss jetzt beweisen, dass sie mehr kann, als andere Parteien beschuldigen, es nicht richtig zu machen. Sie hat von Wähler den Auftrag bekommen, mitzumischen, und das muss sie jetzt auch machen. Und sie muss beweisen, dass sie Ideen hat, dass sie Konzepte hat. Sie ist zwar nicht an der Regierung beteiligt, aber auch aus Opposition heraus hat man eine gewisse Macht. Und ich denke schon, dass es da eine Erwartungshaltung gibt, und da muss man gucken, ob die AfD dem standhält oder ob sie eben so ein kleines bisschen entzaubert wird oder komplett entzaubert wird oder ob sie zerbricht oder wie auch immer. Das ist die Frage, das wird man jetzt beobachten können. Klar ist auf jeden Fall, ab jetzt kann die AfD nicht mehr alles auf andere Parteien schieben, sondern jetzt ist sie mit dabei. Und das hat man auch schon bei anderen populistischen Parteien in Europa zum Beispiel, in Griechenland und anderen Ländern gemerkt, sobald sie Realpolitik machen müssen, da merken dann die Leute, okay, die kochen ja eigentlich auch nur mit Wasser. Die Leute übrigens auch noch ganz wichtig, das wollte ich an dieser Stelle noch sagen, was man nicht machen sollte, meiner Meinung nach, ist es im Zuge dieser Wahl, alle Menschen, die die AfD gewählt haben, das ist ja ungefähr jeder Achte, in eine Ecke zu stellen und zu sagen, das sind alles Rechtsextreme. Das wäre vollkommen falsch. Zum Beispiel gibt es jetzt ja auch gerade diesen Link, der rumgeht bei Facebook, über den man dann sehen kann, wer von den Freunden die AfD-Seite geliked hat. Dann wird dann gesagt, die muss man dann alle entfreunden oder sowas. Ich finde, das ist eigentlich genau der falsche Weg. Man muss sich eher überlegen, warum haben die denn die AfD gewählt? Mit welchen Themen könnte das zusammenhängen? Und da sind auch die Parteien gefragt. Da geht es ja nicht nur um das Thema Flüchtlinge, sondern es geht grundsätzlich um Unzufriedenheit. Rund 60% der AfD-Wähler haben die Partei gewählt, weil sie enttäuscht von den anderen Parteien sind. Und da muss man eigentlich drauf aufbauen und nicht sagen, das sind alles Nazis. Sicherlich gibt es auch Wähler der AfD, die gesagt haben, jawohl, die AfD ist eine Partei, die macht Deutschland groß und der Spitzenkandidat findet die Wehrmacht ganz gut, deshalb wähle ich diese Partei. Aber eben nicht alle. Und das finde ich an dieser Stelle ganz, ganz wichtig. Man sollte miteinander reden, das macht man eigentlich in der Demokratie so. Ja, und das war's auch schon. Das waren meine 4 Gründe, warum ich das Bundestagswahlergebnis ganz okay finde. Und wie sieht es bei euch aus? Findet ihr es auch okay? Oder seid ihr nach wie vor unzufrieden? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Lasst uns diskutieren. Bleibt bitte fair. Aber das wart ja bei dem anderen Video über die Bundestagswahl auch. Deswegen bin ich da guter Dinge. Das andere Video findet ihr, wie gesagt, oben, wenn ihr auf das i klickt. Und ansonsten sage ich jetzt an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.